Leute, herzlich willkommen auf den Glas Stardew Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Euro Truck Simulator. 2. Warum habe ich hier noch eine Lieferung? Ja gut, anscheinend habe ich hier noch eine. Das heißt, wir machen einfach die weiter. Spanplatten, Leipzig nach Berlin. Ach, das ist die Strecke, wo ich Alt F4 gedrückt habe. Weil ich habe offscreen ein bisschen weiter gespielt und ihr seht es wahrscheinlich gleich selbst, was passiert ist. Ah nee, ich bin bei der Werkstatt. Okay, wir fahren los. Wartung. Alles reparieren. Okay. Gut, fahren wir doch einfach mal weiter. Nee, nicht absatteln. Auf geht's. Zeit zu gehen. So, fahren wir los. Wo ist denn der Ausgang hier? Frei, am Kleister. MAN-Händler. Oder dieser Anhänger, ne? Der ist so groß. Ich blockiere damit einfach. Ich blockiere damit einfach die ganze Straße, seht ihr? Im Spiegel. Junge. Ja, aber was soll man machen? Oder wenn man so lang ein Ding hat, dann geht's nicht. Aber ja gut. Da muss ich durch. Und dann rechts abbiegen. Wäre gerade, ich bin in 3 Kilometer angekommen. Sich ja super gelohnt, noch diesen Job hier zu machen. Naja, immerhin kriege ich meine Kohle, ne? Das heißt, ich bin einfach am hä? Demnächst links abbiegen. Habe ich in Berlin schon eine Garage? Wenn nein, kaufe ich mir die. Biege nach links ab. Bremsen. Tschüss, Schild. Scheinbar gibt es hier keine Garage. Und doch da. Hab sie gefunden. Lass mal. Chat. Warum sage ich Chat? Ich fahre da gleich mal hin. Und. Heute wird wahrscheinlich dann keine Fahrfolge, sondern wir richten einfach mal so die ganzen Garagen ein. Ist glaube ich auch ganz geil, was zu sehen. So. Biege nach rechts ab. Wir sind heile angekommen. Okay, ich hab's eilig natürlich. Bestätigen. Naja, Ergebnisse, die will ich nicht sehen. So, fahren. Jetzt fahren wir von hier in Berlin natürlich. Fahren wir jetzt hier zu einer Garage. Ich hoffe mal, dass das auch das Ding ist Landfahren. Zum Kaufen. Junge, jetzt schon wieder 1% Schaden, ey. Da steht mein Anhänger und ich lasse ihn jetzt zurück. Tschüss, Anhänger. War schön mit dir zu fahren. Aber jetzt brauche ich eine neue Garage. Ah, jetzt einfach. So. Also wenn man ohne Anhänger fährt, ist die Beschleunigung einfach geil. Guck mal, ich bin jetzt gleich schon auf 100. Junge, ohne Anhänger ist es ja einfach ein Monster. Einfach Auto. Ja, ich fahre einfach mal fast 111, warum nicht? Ein LKW darf natürlich auch so schnell fahren, ne? Das ist eine Frage. Dürfen LKW-Fahrer ohne Anhänger genauso fahren wie Autos oder müssen die trotzdem. Demnächst links abbiegen. Dürfen die trotzdem nur so wie langsam fahren? Das ist. Deshalb frage ich mich jetzt tatsächlich.
So. Biege nach links ab. Gehört aber fast jedes Gebäude hier. Gekauft. Haben wir das gekauft? Ja, scheinbar schon. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich glaube schon. Ja, habe ich. Geil. Erstmal eine Garage gekauft hier. Ja, kaum reicht jetzt auch. Gut, dann machen wir mal hier den Garagenmanager. 3 von 3. LKW-Händler. Ich glaube, das ist ein DAF, ne? Online kaufen. Gucken wir mal kurz, wenn das hier mal laden würde. Ist das hier? Ausführung ändern. Schauen wir doch mal hier. Ja, das ist er. Okay. Gut, gut, gut. Jetzt müssen wir aber mal kurz gucken, wie viele wir davon brauchen. Weil jedes Mal, wenn ich ja einen kaufe, ist kacke. Gebrauchte LKWs? Man kann gebrauchte kaufen. Nee. Nee, da kaufe ich mir doch lieber hier die ganzen Garagen. Kann ich die jetzt online kaufen oder was? Ja. Ich kann mir alles online kaufen. Geil. Okay. Ich bin hier in Berlin, gell? Garagenmanager. Dann hier gehen wir hier mal auf Berlin. Dann rüsten wir das auf für 20.000. Denn wir brauchen ja 5 Plätze dafür. Chat. Ich sag schon wieder Chat. Ich glaube, ich mache das Offscreen einfach mal weiter und kaufe alles. So. Habe ich jetzt gekauft? Please. Please. Ja, ja, ja. Schön, dass das jetzt 5 Garagen hat. Sehr geil. Ja, ja, ich will das nicht weiter sehen, tatsächlich. Spiel. Ja, ja, So. Sieht doch ganz geil aus. Ah, perfekt. So. Und jetzt brauchen wir tatsächlich einen LKW. Das heißt, wir kaufen jetzt 5 von den Dingern. Online tatsächlich. Online kaufen. Kann ich denn 5 auf einmal kaufen? Weiß ich gar nicht. Egal, rein da. Okay, wir sind drin. So, wir haben, glaube ich, nur den Motor. Ja. 16 Gänge hat das eigentlich, glaube ich. Aber ich nehme jetzt einfach davon. Natürlich in der orangenen Farbe. Das ist noch rötlich. Ja, das ist orange. So. Okay. Ja, ich glaube, das passt schon so. Bestätigen. Ernsthaft jetzt? Ich will es aber kaufen, Mensch. Kann ich jetzt nicht? Hä? $449 PS kaufen, so. Hier Berlin. Da. Ich kaufe die jetzt einfach so. Berlin. Ja. Und mein Geld, das verschwindet. Ihr seht da oben rechts, wie mein Geld verschwindet. Ich habe 3 Millionen. Aber rein doch. So. Jetzt fehlt mir noch einen. Muss schon sagen, die sind teuer, ne? Habe ich hier eigentlich alle Plätze voll? Ich muss hier mal alle Plätze voll machen, Mensch. So, rein da. Okay, jetzt habe ich alle gekauft. Jetzt gehe ich auf... nicht auf Arbeits... Nein. Auf... Fahrermanager, genau. So.
Nee, da sehe ich doch nur die, die ich habe. Ich will aber nicht die sehen, die ich habe. Hä? Ich check grad gar nicht, wo man die kauft. Wo man die kauft, ich meine, wo man die herkriegt. Nee, 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 nee. No, 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 no. Ja, Leute, ich glaube auch. So, Garagenmanager, dann Berlin. So, jetzt klicke ich hier drauf und dann auf Fahrer. Ah, ich hab's gefindet. Geil. Und wir haben hier sogar einen guten Fahr-Dingsbums. Ja, rein da. So, ein Fahr von 5 Fahrer. So. Rein in Säuger. Ich nehme jetzt immer nur die besten. Fahr eine Frau. Ja, auch Frauen können das tatsächlich fahren, ne? Ja gut, jetzt gibt es ja keine Besten mehr. Dann nehme ich halt einfach die für 1,7. Denn die wären nämlich bei mir zum Besten. So. Ihr sucht ganz viele Aufträge. Rein da. So, jetzt haben wir hier gleich 5. Geil. Und ich bin gleich arm. So. Jetzt haben wir hier alle. Was? Habe ich 7 Millionen gemacht? Nö. Nicht verfügbar. Warum nicht verfügbar? Ach so. Aha, das macht ja noch gar keinen. Auflieger kann man auch irgendwie kaufen. Nur verstehe ich nicht ganz. Soll ich jetzt hier von jeden einkaufen oder was? Das checke ich nicht, deswegen mache ich das nicht. Aber ist ja auch egal, ne? So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier noch Magdeburg natürlich. Das darf natürlich auch nicht fehlen, die LKW-Firma. Und in Frankfurt auch nicht. Bruder, wir sind einfach gefühlt in jeder Stadt. Sogar Ausland. International sind wir. Oha, das ist geil. Zu fliegen mit dem LKW? Geil. Geil. Geht das hier neben dem Spiel? Das wäre ja wirklich ein geiler Auftrag, muss ich sagen. Ja, jetzt kommt hier wieder die ganze Zeit das hier reingedingst. Übrigens, vielen Dank für die ganzen Abonnenten. Freut mich persönlich sehr. Hat mich auch tatsächlich. Abends, wo ich im Bett lag, habe ich da mal auf YouTube geguckt und habe dann gesehen, wo kommen denn die Abonnenten her? Auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür. Ja, das wollte ich mal sagen. So, kann die Kacke jetzt auch mal hier fertig sein? Irgendwann will ich auch mal Feierabend haben hier. So, jetzt haben wir hier Magdeburg groß gemacht. So, kaufen wir uns doch mal hier wieder die LKWs. Darf natürlich online kaufen, weil ich mach das halt. So wie dahin Bretter. Nö. Oh, nö, 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 nö. Please don't. Jetzt müssen wir die Ausführung wieder beenden, oder was? Ja, moinsen, Werner. Also es ist im Prinzip hier alles richtig, weswegen ich nichts ändern muss, außer die Farbe. Aber das ist ja egal. So. Okay, bestätigen. So, und jetzt müsste das hier genau brauchen. Wo sind wir gerade? Magdeburg, ne? Magdeburg hier. Warum ist Magdeburg denn so nah an Berlin? Oha. Ja, kaufen. Hey, jetzt mal ehrlich, warum ist Magdeburg schon immer so nah an Berlin dran oder was? Ich war da noch nie, deswegen. Ich frage für einen Freund. Also ich weiß auf jeden Fall, dass das hier alles ein teurer Spaß wird. Wisst ihr auch warum? Weil ich hatte gerade noch 3 Millionen. Und jetzt habe ich nur noch 1,4. Aber das macht nichts. Denn ich fahre einfach ganz viele Dinger weiter. So. Jetzt haben wir hier 5. In Magdeburg. Gut. Garagenmanager. Magdeburg. So. Groß 5, ja. Weisen wir hier mal wieder Fahrer hinzu. Ja, Ralf. Ralf, du kannst gerne bei mir arbeiten. Du siehst nur relativ jung aus. Weiß nicht, ob du 21 bist und schon LKW fahren darfst, aber trotzdem bist du ja eingestellt einfach. So. Die hier, die werden alle schön super duper ausgebildet bei mir. Also die haben dann einfach alles grün an Leveln. Chris, kommen Sie rein hier. Rein in die Strecke. Gut, dann haben wir hier noch einen anderen Fahrer noch. Der Thomas, der gute alte Thomas.
Rein hier. So, perfekt. Jetzt haben wir hier auch schon mal alles, außer das. Und das mache ich ausgehen, weil sonst würde das Video zu lang gehen. Hamburg macht am meisten Umsatz, sehe ich gerade. 1 Million. Oha. Das schmeckt doch in meine Tasche, oder? Gut. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, es ist zwar diesmal kein Fahrvideo gewesen, wobei doch, weil ich bin 3 Kilometer oder so gefahren. Aber wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.